Hier also der XT Bremssattel, Vierkolbenanlage. Bei mir war das Problem, dass die Bremskolben nicht gleichmäßig ausfahren, wenn ich den Bremshebel betätige. Im Gegensatz zu der Annahme, dass ich die Bremse jetzt entlüftet habe mit herausgefahrenen Kolben, nein, der Entlüftungsvorgang ist schon gewesen. Ich habe das natürlich bei eingedrückten Bremskolben gemacht. Und ich möchte euch trotzdem mal zeigen, was ich eigentlich hier getan habe, um die Bremskolben wieder gängig zu machen. Dazu jetzt gleich der erste Schritt. So, was benötigt ihr dafür? Zwei Ohrenstäbchen, etwas Aceton. Ich weiß, da ist man geteilter Meinung. Ich benutze Aceton gerne. Ein Gummiring, einen 10er Maul, etwas Bremsflüssigkeit, einen Riesenschraubenzieher, um die Kolben wieder zurückzudrücken, und einen Reifenheber, um den Schraubenzieher zu ersetzen. Niemals sowas benutzen, um die Kolben zurückzudrücken. Weg damit! So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe ganz einfach den Maulschlüssel von unten in die Bremszange eingeführt und rechts und links ein Gummi eingehängt, um ihn in Position zu halten. Mehr braucht es nicht. Dadurch verhindert ihr, dass die Kolben rausfallen. Nun, wenn ich jetzt vorne die Bremse betätige, können die Kolben erstmal rauswandern. Je nachdem, wie sie laufen, ihr seht, der vordere rechte ist am Anschlag, nichts passiert und die anderen kommen halt nicht mit. Das ist eben das, was ich natürlich jetzt irgendwann mal beheben möchte. Wenn die anderen am Anschlag sind am Maulschlüssel, dann erhöht sich natürlich der Druck auf die anderen und die kommen raus. So, in dieser Position lasse ich sie jetzt erstmal und kann sie dadurch erstmal mit dem Ohrenstäbchen reinigen. So, ich habe mir jetzt hier ein bisschen Aceton auf ein kleines Deckelchen gemacht. Aceton ist flüchtig, also von daher macht nicht zu viel drauf. Ihr seht natürlich jetzt bereits die gereinigten Kolben, weil ich das gestern ja schon mal gemacht habe. Genau, ich mache es jetzt für euch aber nochmal. Kann ja nicht schaden. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen dran rumpinseln. Auch natürlich von unten in die Ecken, da wo man so schlecht rankommt. Oh, so ist das dann perfekt. Und ihr seht, es kommt immer noch was runter, der Pin ist immer noch schwatt. Könnt natürlich auch tauschen. Meine Ohrenstäbchen sind klimaneutral, von daher ruhig mal die Seiten wechseln. Ja, ja, wenn ihr das gemacht habt, und die Dinger sind sauber, die Kolben. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ich habe hier jetzt etwas Bremsflüssigkeit auf ein Deckelchen gemacht und schmiere da schön die Kolben mit ein. Ihr solltet nicht mit dem Ohrenstäbchen in die Bremsflüssigkeit selber tauchen in der Originalflasche, weil jede Verunreinigung von der Bremsflüssigkeit sollte natürlich vermieden werden in der Flasche und die Ohrenstäbchen, die hinterlassen Fasern. Man weiß ja nie, welche Auswirkungen das bei euch dann eventuell, wenn ihr sie später mal auffüllt oder durchspritzt, hinterlasst und hinterher zu Problemen führen kann, wenn dort Verunreinigungen drin sind. Also immer schön sauber arbeiten und dann klappt das auch. So, ich habe sie jetzt mal ein bisschen eingepinselt, so gut wie es geht. So, dann habe ich mir einen etwas schmaleren geholt. Der blaue, der war doch ein bisschen groß. Mit dem kleineren geht das dann wahrscheinlich ein bisschen besser gleich. Von daher drücke ich sie jetzt schon mal ein bisschen zurück und entferne dann den Maulschlüssel, so dass ich ein bisschen Luft habe. Und versuche sie dann wieder sanft in Position zu bringen. Genau.
So. Die anderen, die hinteren natürlich auch. Immer ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass man sie beschädigt. Aber ich sag mal, mit dem Reifenheber kann da eigentlich nicht viel passieren. Genau so. Wieder drin. Geölt, geschmiert. Jo, da bin ich wieder. Ich hatte ein kleines Problem. Die Trickstuff-Belege, die ich bestellt habe, waren leider die falschen. Nämlich die 250er, die sind nur für eine Einkolbenbremse. Bekanntlich habe ich eine Zweikolben bzw. Vierkolben, wenn man so will. Blöd, aber nicht zu ändern. Danke Stefan für den Hinweis. Beim Einbau habe ich es dann auch gemerkt. Ich habe jetzt mal die günstigen eingebaut. Seht ihr das? Für hinten werden sie wohl reichen. Wenn nicht, nimm mal Ersatz Bremsbeläge mit auf die nächste Tour. Kann ich ja mal tauschen nach jedem Trail. Ist natürlich nicht Sinn der Sache, aber kosten ja nichts. Nein, Quatsch. Werden schon halten hinten und dann wollen wir mal sehen. So, Bremssattel ist ausgerichtet, Bremssattel ist fest. Alles getestet. Von daher schleift auch nichts. Ja, läuft, zieht, passt. Ja, was mir nicht ganz so gefällt, das ist jetzt bei der Trickstuff, dass der Geber hier so ein bisschen übersteht. Bei der Icetech hat er aufgelegen, der Geber. Hier hängt er jetzt so mit einer Ecke in der Luft. Ich hatte getestet, aber leider ist das bei jeder Umdrehung von diesen Spiralen genau das gleiche. Das ist nicht so schön. Mal schauen, wie lange der hält, wenn da mal was dagegen kommt. Aber ja, hoffen wir mal, dass es nichts Wildes ist, nichts passiert. Und dann wird das schon klappen. So, das war mein erstes How-To. Witzig, sowas mal zu machen. Sicherlich gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, wie ich was gemacht habe oder wie ich was gezeigt habe, ob auch alles richtig ist, keine Ahnung. Aber ich habe es jetzt so, genau auf diese Art, oft gemacht. Hatte eben noch ein paar Probleme mit den Kolben, dass ich die reinkriege. Da war der Behälter überfüllt. Auch da wieder Stefan, ne, in seiner ureigensten Art technisch beraten, was ich zu machen habe. Und dann war das okay. So, wir sehen uns auf dem Trail.